Der Burgkeller ist Ihr Arbeitsplatz und irgendwie auch Ihr Wohnzimmer. Seit mehr als 55 Jahren ist Irma Löh Gastwirtin hier in Bruchweiler. Immer lustig, immer froh. Ja, anscheinend ein Geschenk. Leben lang gearbeitet und immer fit geblieben. Wenn man dann so im Trott drin ist, und dann geht es immer weiter. So, man braucht länger, weil man mit mir so jung ist. Aber es macht einem doch noch Spaß, wenn die Gäste kommen und es schmeckt ihnen. Und dann freut man sich mit. Auch wenn im hohen Alter alles etwas schwerer wird, gut, dass sie ihren Sohn Harald an ihrer Seite hat. Er kocht und managt den Laden mittlerweile. Doch die Hunsrückerin macht trotz diverser Zipperlein, was geht. Einmal wollen die Beine nicht so, dann wollen die Arme, die gehen dann nicht mehr hoch, wie sie sollen. Man kann sich nicht mehr bücken, wie man will. Es wird dann doch alles älter und gebrechlicher. Man muss aufpassen, dass man sowieso nicht fällt und einen Knochen bricht. Und das ist dann so ein Problem. Muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Ein Leben ohne Arbeit? Für Irma Löh unvorstellbar. Außerdem würden ihr die Gäste fehlen. Prost, Irma. Über die Jahre haben die vielen Stammkunden ihre Irma lieb gewonnen. Ich fühle mich hier wie zu Hause auch. Wenn irgendwas los ist, wo gehen wir hin? Zu Löh, zu Irma. Ja. Schon immer. Hochachtungsvoll, was sie alles leistet. Ich bewundere die Frau Löh schon jahrelang. Die hat seit 1963 kein Silvester, kein Neujahr, keine Pfingsten, keine Ostern, keine Weihnachten und keine Feiertage. Und steht morgens erster auf und geht abends letzter ins Bett. Heute noch. Ich kriege Hühnerhaut. Das ist wirklich die Seele vom Haus. Am Wochenende hat Irma Löh ihren 90. gefeiert. Und obwohl die Feier nur im engsten Kreis der Familie geplant war, kamen sie alle, Gäste, Freunde und Bekannte. Auch jetzt noch wollen viele ihr gratulieren. Das noch lange mache ich ganz. Ja, mal hoffen. Ja. Bis auf den letzten Tag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Alles Gute. Gell? Danke. Als wäre das Restaurant noch nicht genug. Auch im Hotel packt Irma Löh noch mit an. Es geht ihr ums Wohlfühlen und gutes Essen. Bekannt ist der Burgkeller vor allem für seinen Spießbraten. Ein Familiengeheimrezept, das Irma an ihren Sohn Harald weitergegeben hat. Die beiden sind ein gutes Team. Meistens. Selbst wenn wir manchmal so ein bisschen Disput haben, aber das ist anschließend wieder vergessen. Freuen wir uns, dass wir einander haben. Zapfen geht noch problemlos. Servieren überlässt sie anderen. Ja, dass die Gäste meinen, man wäre auch schon besoffen. Irma Löh hat Humor und sie ist realistisch. Sie weiß nur zu gut, dass es so nicht mehr ewig weitergehen kann. Deshalb will sie den Burgkeller nun verkaufen. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt, dass man noch irgendwann einen Nachfolger findet. Ob es klappt oder nicht, Irma Löh wird in Bruchweiler als Gastwirtin noch lange in Erinnerung bleiben.